Rund ein Viertel entfällt beim ökologischen Fußabdruck auf den Bereich Ernährung. Davon wiederum 80% auf den Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch, Milchprodukte und Eier. Der ökologische Fußabdruck ist eine Möglichkeit, um unseren Natur- und Umweltverbrauch zu messen. Das heißt konkret, dass sämtliche Aufwendungen und Ressourcen, die nötig sind, um meinen Lebensstil zu ermöglichen, erfasst werden, gesamthaft erfasst werden und dann umgerechnet werden in eine Fläche, in eine reale Fläche auf der Erde, die nötig ist, um diese Ressourcen bereitzustellen. Das nennen Sie dann Global Hektar. Der hier deutlich über dem Schnitt, also der Schnitt ist 2,7, Österreich hat 6 Global Hektar, fair wären 1,6, also wir sehen, wir sind um das Dreifache über dem weltweit fairen Fußabdruck. Das Einsparungspotenzial bzw. die Reduktion des persönlichen ökologischen Fußabdrucks wäre eigentlich kein Problem. Erstens regional und saisonal die Lebensmittel zu nutzen. Warum? Weil dann sind die Produkte aus der Region, sie haben geringe Transportwege, dadurch auch einen geringen Fußabdruck. Dann sollten sie biologisch sein, weil biologisch auch dazu führt, dass mit weniger Zusatzmitteln die Produktion der Lebensmittel erfolgt, ist auch den Fußabdruck reduziert. Im Bereich Ernährung geht es vor allem um den Energieaufwand und die Emissionen, die bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen. Für die Produktion von Fleisch wird neben Weideland auch Ackerland benötigt, denn die Tiere fressen ja nicht nur Gras, sondern auch andere Futtermittel. Die Lebensmittel, die auf tierischer Basis sind, also Fleisch, Milchprodukte, Eier zum Beispiel, einen erheblich höheren Fußabdruck haben wie Gemüse und Obst. Das ist manchmal natürlich Thema für hitzige Diskussionen. Aber es ist nun mal so, der Energieaufwand, der Ressourcenaufwand, um Fleisch zu produzieren, um Milchprodukte zu produzieren, ist einfach weit höher als wir ein vergleichbarer Aufwand für Obst und Gemüse. Um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu errechnen, gibt es online diverse Rechentools. Die gibt es einerseits für Erwachsene, aber auch für Jugendliche, sogar für Kinder, weil eben die Lebenssituation dieser Gruppen ganz unterschiedlich sind. Und hier kann man wirklich sehr leicht mit ein paar Eingaben seinen aktuellen Fußabdruck sehen. Man wird erstaunt sein, dass der doch sehr hoch ist. Also die 6 Global Hektar sind nicht eine Erfindung. Und kann man aber mit Eingabe von Maßnahmen, was man jetzt ändert, sehr schnell erkennen, ja, was bewirkt denn das? Bringt das wirklich was, wenn ich statt täglich Fleisch sage, zweimal die Woche Fleisch als Beispiel? Den eigenen Fußabdruck zu reduzieren, beginnt schon bei einfachen Dingen. Das erste ist bewusst einkaufen, sprich das Wegwerfen und das Verderben von Lebensmitteln zu vermeiden. Das, wenn man das in den Griff hat, hat man schon sehr, sehr viel geschafft. Dann Umstellung der Ernährung, weniger Fleisch, aber doch, ist durchaus möglich, und mehr Obst und Gemüse, also einen bunteren Tisch und Teller. Dann diese Produkte, egal ob Fleisch oder Gemüse, regional und saisonal, sprich was es gerade gibt in der Region, darauf sollte man den Speiseplan ausrichten. Und biologisch erzeugt ist natürlich auch eine hilfreiche Sache. Auch das Trinken von Leitungswasser statt exotischer Fruchtsäfte und das richtige Lagern von Lebensmitteln, um die Haltbarkeit zu verlängern, reduzieren den Fußabdruck. Alle Infos rund um das Thema ökologischer Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.